Okay, ich hab's versprochen. Wir gehen jetzt, wir gehen jetzt, wir gehen jetzt. Wir haben hier auf dem Weg auch soweit nichts. Guckt euch diese Karte an. Wie befriedigend das einfach ist, so als Rollenspieler, ne? So eine Karte zu sehen, wo fast alles gelöst ist. Festmahl, Rekrutierung, die beiden könnten wir noch machen, aber wir machen eine Schnellreise hierhin und machen dann die Hauptmission. Aber was für eine unglaublich schöne Befriedigung das ist, Freunde. Ihr könnt das, also wenn ihr richtige Rollenspielfreunde seid, dann könnt ihr das nachvollziehen. Ich weiß nur nicht, wie gesagt, wie lange das Spiel noch geht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, dass es DLCs gibt, die wir auf jeden Fall auch machen werden. Wir werden auch die DLCs spielen natürlich. Also es gibt einmal, ich glaube, die große Jagd und all solche Dinge. Das machen wir auch noch. Aber das Hauptspiel, wie lange das noch gehen wird, ich habe keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung. Also von den Missionen und den Hauptmännern her sind wir schon recht weit. Gortau ist gefallen und die schwarzen Hauptmänner haben deine Herausforderung angenommen. Lass mich meine Männer versammeln. Mit den Dienern Saurons kann sich keiner von euch messen. Führt eure Männer aus Mordor heute Nacht, oder ihr seht den Morgen nicht. Es gibt einen versteckten Tunnel zum Schwarzen Tor. Erin, es ist Zeit. Leb wohl, mein Freund. Und die Häuptlinge haben diesem Frevel einfach tatenlos zugesehen. Sie starben alle in der Schlacht, mein Herr. Alle, außer mir. Häuptling Redback. Der Streitkolben sieht fett aus. Was für ein Zufall. Du hast es überlebt. Nun, bring mir den Kopf dieses Grabwandlers. Hol ihn dir doch selbst. Der Wandläufer vom Schwarzen Tor. Genau der. Wo war dein Mut, als wir dein Weib geschächtet und deinen Sohn aufgeschlitzt haben? Tötet ihn! Nice! Dies ist nicht deine Zeit! Eine Trefferserie ausfüllen, um... ja? Ich glaube, das ist das Einzige, wie wir ihm... ah ne, so können wir ihn auf... Schaden zufügen. Schlitz! Ich lerne bereits. Mit jedem Uruk mehr, den ich von deiner, von eurer Armee töte. Oh. Ah, verdammt. Na, das klappt nicht. Ah, verdammt, da wäre das jetzt gut gewesen. Mit dem Treffer einstecken können. Nein, der falsche. Stich gegriffene Uruks ab. Was? Während des Kampfes? Oh, ich glaube, das schaffen wir nicht. Da würde ich mich lieber darauf konzentrieren, ihn zu töten. Obwohl, der Hammer. Obwohl ich finde... na, wir werden sehen. Ich finde aber nicht, dass er jetzt so ein mega schwerer Boss ist.
Wandler! Zack! Und noch einen! Schön den Sturm aktiviert. Schlitz! Kennst du den hier? Und der letzte! Findest du? Zack. Wie schmeckt dir deine Rache, Talion? Ist die Dunkelheit nicht ach so süß? Dolch meines Saunes! Fällst du in den Dreck und stirbst. Dein Handeln war mehr als vorschnell. Wir hätten noch viel erfahren können. Er hat meine gesamte Familie vor meinen Augen ermordet. Was hättest du getan? Sprichst du auch mit den Lebenden? Oder bloß mit den Toten? Wer bist du? Mein Name ist Litariel. Ich stamme vom Nonnenmeer. Meine Mutter sagte, du würdest kommen. Hier bist du. Nun, Litariel vom Nonnenmeer. Du wärst besser geblieben, wo du warst. Hier gibt es nichts außer dem Tod. Lady Marvin, die Königin des Meeres, wünscht dich zu sehen. Sie sah dein Unglück in ihren Visionen. Eine Königin mit Visionen? Visionen über die Rückkehr des großen Celebrimbor. Sie möchte ihm etwas darbieten. Und was will sie ihm darbieten? Das weiß ich nicht. Ich muss Vorräte sammeln. Der Rückweg nach Norn ist lang und gefährlich. Mein Lager ist in der Nähe. Es wäre mir eine Ehre, dich zu begleiten. Hm. Interessant, interessant. So. Geil. Haben wir? Der Hammer fällt. Haben wir als Errungenschaft bekommen? Wir haben den Hammer Saurons besiegt. Doch noch fehlen die Schwarze Hand und der Turm. Und ihr Herrscher. Der Bote, jetzt verfügbar. Und zwar hier. Mach dich bereit, Litariel hinter den feindlichen Linien ins Herz Mordor zu folgen. Okay, ich habe jetzt ein bisschen Angst gehabt, dass das Ganze hier so ein bisschen wie Mafia 2 endet. Dass wir quasi jetzt, nachdem wir den einen getötet haben, die ganze Map wieder voll haben und wieder alles machen müssen, um den nächsten Boss zu kriegen. Scheint aber nicht so zu sein. Es scheint so, als ob wir hier die nächste Mission direkt annehmen können. Machen wir auch direkt. Ich habe jetzt überlegt, ob ich eine Aufnahmepause mache, weil es ist ultra warm hier drin wieder. Ihr seht das natürlich nicht. Ihr könntet es höchstens riechen, wenn wir eine Nosolus Rift hättet. Dann könnt ihr nämlich den Geruch meiner stinkenden Schweißmauken direkt in eure Nase katapultieren. Aber sofern ihr das noch nicht besitzt, seid ihr sehr glückliche Menschen. Und ja, wir hätten auch eine Schnellreise machen können. Das wäre... Nee, der ganze Sklaven da eingepfercht. Das wäre unterm Strich wahrscheinlich auch schneller gegangen. So. Wo willst du hin? Sag mir lieber, was du weißt. Die sind alle tot. Alle. Bis... Wo, überall ist dieses Ding hier? Nee. Redback ist auch tot? Krass. Dann du. Takrak, der Sippenschlechter. Ich will aber eigentlich nur zur Mission da hinten hin.
Deswegen fighten wir gar nicht so. Aber wir haben auch lange, es lange nicht mehr gemacht, dass wir einfach so... dass wir einfach mal so durch die Gegend gelaufen sind. Deswegen mache ich das gerade. Einfach mal so an, aus Nostalgiegründen. Hier hat es nochmal Sklaven. Hier lassen wir jetzt mal in Ruhe. Es ist ja überall immer alles zu machen, ist auch... So, wir machen natürlich immer ganz viel und alles und ganz brav und so weiter. Dein Ende. Ah. Ich kenne jeden Meter dieses dunklen Landes. Wenn du wegrennst, werde ich nicht ruhen, bis du tot bist. Okay, dann renne ich nicht weg. Dann hole ich dich. Verhören. Ich mach ihm keinen Verstand auf. Diese Augen. Und eine Todesdrohung gerne. Und zwar eine Todesdrohung gegen ihn hier. Weil wir ihn jetzt kennen. So. Macht es angestiegen, aber Chance auf epische Runen ist natürlich jetzt auch höher. Und ich glaube, er hat überlebt, oder? Putz. Gleich da. Diese Morgai-Fliegen sind schon krass. Ein geübter Jäger ist eine unaufhaltsame Kampfmaschine. Auf mittlerer Reichweite sind sie gut. Nicht zu nah dran und nicht zu weit weg. Was? Na, na, na. Habt ihr das gehört? Ich bin Batman. Nein, so bin ich. Wir schleichen uns einfach mal durch. Wir rennen einfach mal durch. Das wird eine erfolgreiche Jagd. Haben wir schon einen Preis ausgesucht. Und zack. Einführung. Neues Gebiet. Ach was. Wenn du diesen Auftrag beginnst, betrittst du ein neues Gebiet. Über die Karte M kannst du dich jederzeit nach Udun zurückkehren, indem du eine Schnellreise nach durchführst. Jedes Gebiet besitzt seine eigene Armee. Ah, da lüftet sich jetzt das Geheimnis. Wir machen das mal, mach dich bereit. Lysariel hinter den feindlichen Linien ins Herz Mordors zu begleiten. Wir haben hier ja alles erfüllt. Der Geruch von frischem Fleisch lockt stets die Wildtiere herbei. Und die streifenden Rudeln umher. Wir sollten gehen. Sofort. Die Königin wird froh sein, dich zu sehen. Wie krass das ist. Ich habe das nicht gewusst und nicht geahnt, dass wir jetzt noch ein neues Gebiet komplett kommen. Gibt es dann 3 Gebiete insgesamt? Weil wir ja noch die Hand selbst und den Turm stürzen müssen. Oh, ist das schön. Es ist grün. Kennt ihr diese Farbe noch? Grün? Und Wasser. Und Berge. Oh, ist das schön. Oh, ist das geil. Grün. Pflanzen. Und Wasser. Oh, ist das schön. Ich habe echt nicht gedacht, dass wir aus diesem Sumpf wieder rauskommen. Lady Marvin, Königin des Meeres. Mutter? Der gefallene Waldläufer des Schwarzen Tors. Komm her. Eure Tochter sagt, ihr hättet etwas für mich. Nicht für dich, Talion. Es bleibt nicht viel Zeit. Schon bald wird der dunkle Herrscher mit seiner Armee ganz Mordor einnehmen, aber eine starke Macht
kann erweckt werden, um ihn aufzuhalten. Bin ich deshalb hier? Begib dich zu Morgoths Namen. Entwende das Elbenwerk von den Ghulen und finde den Zwerg. Halte durch. Welches Leid plagt deine Mutter? Niemand weiß es. Seit ihren Reisen geht es ihr noch schlechter. Gibt es kein Heilmittel? Es gab eins. Doch unser Lager wurde überrannt. So, ich habe mich mal ein bisschen zurückgelehnt. Ich hoffe, man hört es nicht. Ein bisschen entspannter spielen. Ich überlege immer noch eine Aufnahmepause zu machen, weil es ja zu ultra warm ist, aber jetzt... Ich muss den Weg zu Morgoths Narbe finden. Jetzt haben wir ja... Womöglich können wir die Spur der Ghule an der geplünderten Karawane, die wir sahen, zurückverfolgen. Ich will mal auf die Karte gucken. Alter. Neues, fettes Gebiet. Wie krass. Ein neues... fettes Gebiet. Und jetzt können wir hier auch neue Kräuter sammeln. Und überall neue Aufgaben und alles. So, wir machen die Mission noch zu Ende und danach gibt es, glaube ich, wirklich erstmal eine Aufnahmepause. Nau Grimbas. Hobbits lieben Pilze. Da sie in der Pilzkunde sehr bewandert sind, würden sie jedoch Nau Grimbas niemals essen. Dieser faulig schmeckende Pilz ist ganz und gar ungeeignet für Speisen. Er ist zwar essbar und macht satt, aber das war's auch schon. Die Zwerge nutzen Nimbras als Ration für ihre Nau Grimbas für ihre Ration als Ration für ihre Truppen bei längeren Märschen und auch dann nur als letztes Mittel. Deshalb wird es manchmal Brot der Zwerge bezeichnet, was eine Beleidigung für Brot wie Zwerge gleichermaßen ist. Die Kappe des Nau Grimbas kann bei Verbrennungen aufgelegt werden und ihr Verzehr erhöht kurzzeitig die Ausdauer. Ansonsten überlässt man diese Pilze besser den Orks oder vielleicht den hungernden Ghulen. Krass. Gwynir. Das hier sollen wir sammeln. Gwynnuyal. Lang, den nächsten stürzt er schon hinunter. Der Tag hat sich an ihn herangeschlichen und ihn heruntergeworfen. Ich weiß noch, ich habe mich mit... Yolandi, habe ich mich ganz am Anfang dieses Projektes mal unterhalten, wegen Thumbnails und so weiter. Und sie sagte, sie findet es sehr schade, dass es sehr, sehr trist, sehr, sehr braun, grau und so weiter gehalten ist. Naja. Ich brauche keine Hilfe. Dieses Gebiet ist anders. So. Dieses Gebiet ist anders. Dieses Gebiet ist schön. Es ist grün. Es gibt Bäume. Ah, das ist so schön. Das ist Mordor? Das ist ein Teil von Mordor? Woher kennt die Königin deine Vergangenheit? Das uralte Wissen ist überall, doch nur für Geisteraugen sichtbar. Sie kann in beide Welten blicken. Vielleicht wird sie uns dann zeigen, was wir suchen. Ich will mich hier nur mal ein bisschen umgucken. Es ist schon echt schön. Schade, dass es den Orks anheimgefallen ist. Bom! Die Türme erstrecken sich vom Gestern in das Morgen. Ich lebe in diesen Steinen fort. Das freut mich. Das Grüne hier, es ist unsere Quest wahrscheinlich. So.